Meine Großmutter, die Mutter meines Vaters, starb im Alter von 22 Jahren. Sie bekam Tuberkulose. Es gab den Glauben, dass man gesund wird, wenn man auf einer Bergkuppe lebt. Nach etwa 8 Monaten verstarb sie. Penicillin hätte mehr als 200 Millionen Menschenleben in etwa 50 Jahren retten können. Tyrannei bedeutet, dass man sich um kein anderes Leben als das eigene kümmert. Was der Boden dir gegeben hat, ist nicht nur Nahrung. Es ist der Boden, der euer Körper ist. Es ist der Boden, der dieses Tuch ist. Es ist der Boden, der alles hier ist, nicht wahr? Alles und jedes. Nun, dieser schmutzige Boden ist auch deine Medizin gewesen. Das erste Antibiotikum, das wir als Penicillin bezeichnen, stammt von einem Bodenpilz. Es wird geschätzt, dass das Aufkommen von Penicillin mehr als 200 Millionen Leben in etwa 50 Jahren gerettet haben könnte. Es stammt aus dem Boden. Streptomycin, ohne das Millionen an Tuberkulose gestorben wären. Meine Großmutter, die Mutter meines Vaters, starb im Alter von 22 Jahren, als mein Vater ungefähr 4 Jahre oder etwas über 4 Jahre alt war. Sie hat Tuberkulose bekommen, eine reiche Familie, aber es gibt keine Behandlung. Also bauten sie ihr ein kleines Haus auf einem kleinen Berg, denn es gab den Glauben, dass, wenn man auf einer Bergkuppe lebt, wenn man reine Luft atmet, man gesund werden kann. Sie brachten sie also dorthin, und es ging ihr schlechter und schlechter. In etwa 8 Monaten verstarb sie. Das war der normale Verlauf in vorherigen Generationen. Dieses Penicillin und das Streptomycin hätten zusammen etwa 400 bis 500 Millionen Leben in einer Generation retten können. All das stammt aus dem Boden, und es gibt dort noch eine ganze Reihe anderer Dinge. Warum sollte man das getrennt voneinander betrachten? Einfach alles, was du als Leben kennst, alles, was du als Material kennst, das du benutzt, ist Boden, ja oder nein? Es ist eine Zeit gekommen, in der, wenn wir uns nicht darum kümmern, es uns zum Verhängnis werden kann. Es wird dann kein Vielleicht irgendwo, irgendwann mehr geben. Es wird über uns hereinbrechen. Wenn wir keine ernsthaften Anstrengungen unternehmen, um es umzukehren, wird es über uns hereinbrechen. Das Wort Yoga bedeutet das. Spiritualität bedeutet, dass deine Erfahrung des Lebens nicht auf die Grenzen deines Körpers beschränkt ist. Wenn es für jeden Menschen so wäre, wie könnte man dann das schreckliche Schreien des Bodens überhören? Der Boden schreit. Ich habe Stunden und Tage lang in Wäldern gesessen und war nicht nur lebendig, sondern auch high, berauscht, trunken vom Leben, weil das Leben vor lauter Überschwang nur so strotzt. Den größten Teil des Lebens wirst du nicht sehen. Aber gleichermaßen, wenn man sich auf verschiedenen anderen Teilen der Welt bewegt, schreit das Land vor Schmerz auf. Es ist nicht etwas, das du dir in deinem Kopf ausdenkst. Das Leben schreit. Ein Schlachter, der große Tiere zerhackt, hört den Schrei des Tieres nicht. Hallo? Es gibt viele Menschen, die andere Menschen töten. Sie hören die Schreie und Schmerzen dieser Menschen nicht. Diejenigen, die vergewaltigen und morden, denkst du,
Sie haben die Schreie gehört? Okay, vielleicht hat es das Ohr gehört, aber es führt nirgendwo hin. Also ein Metzger, der Tiere schlachtet, der hört den Schrei der Tiere nicht. Jemand, der Bäume fällt und sonst noch andere lebendige Dinge, der hört das nicht. Ebenso jemand, der damit beschäftigt ist, unsichtbares Leben zu zerstören, er hört das nicht. Das heißt aber nicht, dass es nicht existiert. Wir befinden uns also in einer entscheidenden Phase. Wenn man in den nächsten 10 bis 15 Jahren die Dinge richtig anpackt, wird man die Genugtuung haben zu sehen, dass etwas Bedeutendes geschieht. Es wird kein Feuerwerk geben, es wird leise geschehen. Es wird sehr leise geschehen. Ihr müsst das verstehen. Selbst als große Ereignisse stattfanden, sagen wir, Indiens Freiheitskampf findet statt. Die schlimmste Art der Ausbeutung ist dem Land und den Menschen widerfahren. Die Menschen werden wie Hunde behandelt. Überall in Indien hingen Schilder. Inder und Hunde nicht erlaubt. An den meisten Orten, Restaurants, Clubs, alle wichtigen Orte. Und wenn du in irgendein Büro gehst, kannst du alles sein. Du kannst reich sein, du kannst gebildet sein. Aber wenn du dich auf einen Stuhl setzen willst, brauchst du eine Erlaubnis von der Regierung, dass du auf dem Stuhl sitzen darfst, sonst musst du auf dem Boden sitzen. Du musstest eine Genehmigung haben, eine gedruckte Erlaubnis, sonst konntest du dich nicht auf einen Stuhl setzen. Obwohl sie dich so schlecht behandelt haben, haben nur etwa 20% der Leute für die Freiheit gekämpft. Die anderen 80%, egal, irgendjemand kämpft schon. Werdet ihr diese 80% sein, frage ich? Wenn etwas getan werden muss, muss man aufstehen und es tun. In Kanada gibt es ein Sprichwort. Das bedeutet, wenn jemand tot ist, muss eine Leiche getragen werden. In Indien braucht man immer 4 Leute, um eine Leiche zu tragen. Das ist ein Grundsatz. Mindestens 4 Leute müssen sie tragen. Wenn 4 Leute eine Leiche tragen, gibt es einen, der das Gewicht nicht tragen wird, der einfach so geht. Bist du dieser Typ? Bitte seid nicht dieser Typ, denn du wirst in deinem Leben unerfüllt sterben. Es spielt keine Rolle. Mehr Gewicht ist hart, aber es ist erfüllend, dass du nicht der Typ bist, der dieser Sache ausweicht. Sei nicht so. Als eine Generation von Menschen sollten wir nicht so sein. Dann können wir die Welt haben, in der wir leben wollen. Ansonsten werden wir in einer Welt leben, die von Tyrannen verschiedener Art geschaffen wird. Denk nicht nur an Adolf Hitler, Mussolini und solche Leute. Tyrannen gibt es überall. Sie können in Form der Industrie kommen. Sie können in Form des politischen Führers kommen. Sie können in Form von dir selbst kommen. Wer weiß? Tyrannei bedeutet, dass man sich um kein anderes Leben als das eigene kümmert. Das ist Tyrannei, nicht wahr? Hallo? Tyrannei bedeutet nicht, dass man ein Diktator in einem Land ist. Ich glaube nicht, dass die meisten von euch die Fähigkeit haben, ein Diktator zu sein. Es ist nicht einfach. Tyrannei bedeutet einfach, dass man sich um kein anderes Leben als das eigene kümmert. Das ist Tyrannei. Ich möchte, dass du nicht nur etwas für diese 100 Tage tust und diese Bewegung in Gang bringst, darum geht es mir nicht. Ich bitte dich darum, ein empfindsames Leben zu werden. Denn ohne Empfindsamkeit gibt es kein Leben. Darum geht es. Menschsein bedeutet viele, viele Möglichkeiten. Ein höchstes Maß an Empfindsamkeit zu haben. Wenn man das nicht hat, dann wird deine Menschlichkeit in Frage gestellt. Hier geht es nicht um die Rette-den-Boden-Bewegung. Deine Menschlichkeit wird in Frage gestellt, deine Spiritualität auf jeden Fall, ein ganz großes Fragezeichen. Denn wenn du für nichts etwas fühlst, wie soll es dann funktionieren? Ich fühle nur diesen einen. Was soll das bedeuten? Meine Grenzen sind festgelegt, nicht wahr? Meine Grenzen sind wie ein Betonklotz. Nichts geht darüber hinaus. Werde nicht so.
Dies ist eine großartige Gelegenheit für dich, ein wenig bewusster zu werden, als du es gerade bist.